Lieber Peter Amsler, herzlich willkommen bei DORTV. Wir würden gerne ein Interview mit dir machen über Baha'i. Was sind Baha'i? Was ist Baha'ismus? Und wir würden gerne auf die Situation der Baha'i im Iran schauen. Das ist Ziel unseres Interviews mit dir heute hier. Du bist Pressereferent für Menschenrechtsfragen der Baha'i-Gemeinde in Deutschland. Ich würde gerne mit einem Spruch, der auf eurer Webseite steht, beginnen und dich fragen, was du darunter selbst verstehst oder was du damit verbindest. Da steht ein Satz von Baha'u'llah, der heißt: Erwecke in jeder Stadt eine neue Schöpfung. Ja, erstmal muss ich mich bedanken, dass ihr das Interview mit uns als Baha'i-Gemeinde in Deutschland macht. Baha'u'llah ist der Stifter unserer Religion. Und dieser Satz, erwecke in jeder Stadt eine neue Schöpfung, bedeutet für mich den Auftrag der Religionen ganz allgemein, immer wieder eine neue Schöpfung herzustellen, insofern, dass es nur einen Gott gibt, der sich immer wieder neu der Menschheit offenbart. Und diese neuen Offenbarungen, die im Laufe der Menschheitsgeschichte erfolgen, sind wie Leitlinien in unserem Leben, die eine neue Kultur, ein neues Miteinander, eine neue Zivilisation, könnte man sagen, erschaffen und uns auf den Weg hin zu einer Einheit in der Vielfalt bringen. Baha'u'llahs Diktum ist heute, dass die Erde nur ein Land ist und alle Menschen sind seine Bürger. Das heißt, wir stehen heute an der Schwelle hin zu einem Weltgemeinwesen, was sich friedlich organisiert, demokratisch organisiert, wo es selbstverständlich auch noch Gegensätze und Unterschiede gibt, aber dass diese Unterschiede nicht so groß sind, als dass wir nicht alle gemeinsam unsere Interessen vertreten können. Sehr schön. Das war ja schon mal eine kleine Einführung in die Frage, was sich hinter Baha'ismus verbirgt. Wir werden da noch später drauf eingehen. Aber lass uns doch zunächst mal auf die historischen Wurzeln des Baha'ismus schauen. Wie kam der Baha'ismus in die Welt und wie hat sich der Baha'ismus ausgebreitet in der Welt? Mhm. Kannst du uns dazu einiges sagen, bitte? Ja. Baha'u'llah, der Stifter unserer Religion, ist in Teheran geboren, im Jahre 1817. Teheran, dem damaligen Persien, was heute Iran ist. Und die ganze frühe Baha'i-Geschichte ist eng auch verwoben mit der Geschichte des Landes, mit der Geschichte des Iran also. Man könnte das Entstehungsverhältnis zum schiitischen Islam in etwa vergleichen wie das Verhältnis des Christentums zum Judentum. Ja, also das Christentum ist zu Zeiten Jesu aus dem Judentum hervorgegangen, hat sich daraus weiterentwickelt und ist heute weltweit verbreitet, eine ganz offensichtlich eigenständige Offenbarungsreligion in der Reihe der Hochreligionen. Und so ist es eben auch mit dem Baha'itum, nur dass eben das Baha'itum aus dem schiitischen Islam kommt und bestimmte Heilserwartungen des schiitischen Islam anknüpft, diesen dann abschließt, aber gleichzeitig eben auch in die Zukunft offen hinein eine neue Offenbarungsreligion darstellt. Und wie kam es, dass sich das Baha'itum eigentlich ausgebreitet hat? Weil wir sind jetzt in Deutschland hier und es gibt viele Gemeinden auch in den USA und in anderen Ländern. Ja, das ist der universale Charakter der Baha'i-Religion. Das ist ganz wichtig für das Verständnis, auch das Verständnis für die Verfolgung in der Baha'i im Iran, dass es sich also nicht um eine islamische Sekte oder dergleichen handelt, sondern dass von vornherein es sich in der, wir sagen damals noch in der Babi-Religion, der Vorläuferreligion der Baha'i-Religion, um eine eigenständige Offenbarungsreligion handelt, mit einem eigenen Stifter, mit eigenen Lehren, mit eigenen Riten auch. Und dass diese frühe Religion auch schon einen universalen, weltweiten Gültigkeitsanspruch innehatte. Das Gleiche gilt erst recht für die Baha'i-Religion, die dann im Anschluss folgte, wo Baha'u'llah ja der eigentliche Stifter ist. Die Baha'i-Gemeinde in Deutschland, die gibt es schon
über 100 Jahre insofern. Es ist eine kleine Gemeinde, gewiss. Es sind etwa 6.000 Anhänger hier in Deutschland. Aber es ist schon eine Gemeinde, die eine gewisse Geschichte hat, eine gewisse Tradition auch, also die auch etwas erlebt hat in diesem Land. In den 20er Jahren der Weimarer Republik, dann die Verbotszeit ist dort zu nennen, durch einen Erlass Heinrich Himmlers ab 1937. Einige Bahai sind auch ins Konzentrationslager gekommen. Dann die lange Verbotszeit in der DDR bis 1989, der Wiederaufbau der Gemeinde im Westen Deutschlands nach 1945, der Bau des Hauses der Andacht in Hof am Langenheim, der 1964 eingeweiht wurde. All das sind Begebenheiten, die darauf schließen lassen, dass wir auf Dauer hier sind, dass wir fest eingebunden sind, auch in diese deutsche Gesellschaft. Und daran wird auch der universelle Charakter der Bahá'í-Religion deutlich, denn wir hier in Deutschland sind ja keine Exil-Iraner, die aufgrund der Verfolgung nun jetzt hier Fuß gefasst haben. Schon gar nicht sind wir eine Exil-Opposition oder dergleichen, sondern es ist wirklich eine originär deutsche Bahá'í-Gemeinde mit mehrheitlich auch deutschen Bahá'í als Mitglieder. Und das hat viel mit den Lehren Baha'u'llahs zu tun und mit seinem Anspruch, eine, wie wir sagen, Manifestation Gottes für unsere heutige Zeit zu sein. In Baha'u'llah erschließt sich der göttliche Wille nicht nur für das iranische Volk damals, im Jahre 1863 hat er zum ersten Mal diesen Anspruch im Orient geltend gemacht, sondern für die ganze Welt. Seine Botschaft richtet sich sowohl an den Osten wie auch an den Westen. Und die Entwicklung der weltweiten Bahá'í-Gemeinde deutet auch darauf hin, dass das auch so angenommen wird. Denn am Anfang, Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, da war die weltweite Gemeinde doch sehr geprägt auch noch von der iranischen Gemeinde. Und im Laufe der Jahrzehnte hat sich das komplett gewandelt. Heute ist die iranische Bahá'í-Gemeinde, wir sprechen davon etwa über 300.000 Anhänger stark. Das können wir nicht mit Sicherheit sagen, weil die Gemeinde ja verboten ist, aber es sind Schätzungen, vielleicht sind es auch mehr, aber es sind natürlich weitaus weniger als zum Beispiel jetzt in Indien mit etwa fast 2 Millionen oder in Nordamerika sind es 200.000 Bahá'í. Sie finden große Gemeinden in Afrika südlich der Sahara mit Zehntausenden Bahá'í. Also die Mehrheit der Bahá'í, die heute etwa über 5 Millionen Anhänger darstellen, die finden sich außerhalb des Orients, gar nicht mehr im Ursprungsland. Mhm. Kehren wir doch noch einen Augenblick zurück in das Ursprungsland. Mhm. Du hast die Begründung dieser Religion durch Baha'u'llah erwähnt, du hast die Babis erwähnt. Kannst du darauf noch ein bisschen mehr eingehen, dass wir etwas mehr über diese Entstehungsgeschichte erfahren? Ja. Ich sagte ja, dass die frühe Zeit der Babi Bahá'í sehr eng auch mit der iranischen Nation und auch mit der Religion zu tun hat. Und da muss man wissen, dass der Iran ja schiitisch geprägt ist. Nur ein kleiner Teil der weltweiten Muslime sind Schiiten, der weitaus größere Teil ist heute sunnitisch geprägt. Die Besonderheit im schiitischen Islam ist ja die, dass wir dort eine Gemeinde haben, die Nachfolgeschaft des Propheten Mohammed in unmittelbarer Nähe seiner Familie sah, eben bei den Imamen. Und nicht so wie die Sunniten bei den Kalifen, bei den gewählten Kalifen. Und im schiitischen Islam gibt es die Vorstellung der Rückkehr eines verheißenen Imam, nämlich des 12. Imam, der, so will die Überlieferung uns sagen, in die Entrücktheit enthoben ist, also unsichtbar geworden ist. Und viele Schiiten und insbesondere die Form des Glaubens, die heute im Iran die politische Macht innehat, glauben, dass wenn
dieser zwölfte Imam, der auch als Mahdi bezeichnet wird, wenn er dann sich wieder der Menschheit zeigt, wird ein großes Friedensreich beginnen und auch die Spaltung zwischen Sunniten und Schiiten aufgehoben werden und dergleichen mehr. Also es ist eine Messias-Gestalt, so wie wir ihn auch in vielen anderen Religionen ja auch kennen. Das ist also in der Religionsgeschichte der Menschheit gar nichts Neues. Nun gibt es in der frühen Bahá'í-Geschichte eine Figur, Sayyid Muhammad Ali, den wir den Bab nennen, der den Anspruch hatte, dieser verheißene Imam zu sein. Ja? Also aus Sicht der Bahá'í hat sich damit diese Verheißung erfüllt. Ja? Der Imam ist nun also gekommen, hat sich gezeigt und infolgedessen auch den Islam als Religion dann damit beendet. Denn es ist ja das eingetreten, woran man all die Jahrhunderte über glaubte, dass es eintreten wird. Heißt das, ich frage mal kurz dazwischen, heißt denn das, dass der Islam in welcher Form beendet worden ist? Oder welche Aspekte des Islam sind beendet worden und was hat neu begonnen? Könnten wir das ein bisschen? Der Islam in seiner geschichtlichen Verfasstheit, möchte man sagen. Nicht in seinem religiösen Gehalt. Das auf keinen Fall. Ja? Baha'u'llah selbst sagt, der Glaube hängt immer nur von einem selbst ab. Das heißt, ob ich nun Muslim bin, ein Christ oder ein Jude, wenn ich an den einen wahren Gott glaube, dann kann niemand ihm diesen Glauben nehmen. Und auch wir Bahá'í können das natürlich nicht und das wollen wir auch gar nicht, weil wir religiöse Vielfalt auch sehr schätzen. Mir ging es bei der Aussage darum, zu zeigen, dass die Religiosität in ihrer Kollektivität, in ihrem Beitrag für einen Fortschritt unserer Zivilisation, dass dieser Impuls, den Religion zweifelsohne immer setzt und jedwede Religion in ihrer Gründungsphase, dass dieser Impuls verblasst ist und eine neue Religion geoffenbart wurde von dem gleichen Gott, der auch schon den Islam geoffenbart hat, um einen ganz neuen Impuls für unsere heutige Zeit zu setzen. Neue soziale Gesetze, weil eben auch die Menschheit sich im Laufe der 1400 Jahre sehr stark verändert hat. Also so möchte ich das gerne verstanden wissen. Ich möchte niemandem dazu nahe treten, in seinem eigenen persönlichen Glauben. Und dieser Anspruch der Babi bzw. dann der Bahá'í-Religion ist nun ursächlich auch dafür verantwortlich, dass die Bahá'í bis heute dort verfolgt werden. Denn das ist ein Skandalon ohnegleichen. Ja? Sie müssen wissen, dass der verborgene Imam, der Mahdi, der zwölfte Imam, ja nominell auch Staatsoberhaupt der Islamischen Republik Iran ist. Und die Herrschaft der Rechtsgelehrten sich ja daraus ableitet, dass sie so lange herrschen, bis der Imam ihm zurückgekommen ist. Und nun ist es ein leichtes, diesen religiösen Anspruch, den die Babi bzw. die Bahá'í-Religion hat. Es geht nicht um einen weltlichen Anspruch, sondern diesen religiösen Anspruch dann eben politisch auch auszunutzen und ihn auch politisch auch zu argumentieren und die Bahá'í dadurch eben zu verfolgen. Dann augenscheinlich delegitimieren sie das politische System mit diesem Anspruch im Iran heute. Das ist für mich der ursächliche Hintergrund der Verfolgung der Bahá'í im Iran. Ja, bevor wir werden gerne auch nochmal auf die Verfolgung zu sprechen kommen. Ich denke, es könnte wichtig sein für unsere Hörer und Seher, dass wir noch ein bisschen auf die Grundpfeiler und die Kernthesen des Glaubens bei den Bahá'í schauen, um zu verstehen, was ist denn dieser neue Impuls, diese neuen sozialen Gesetze und so weiter, dass wir das ein bisschen konkreter fassen. Ja, Sie müssen sich diese Zeit heute anschauen. Was bedarf es heute? In welcher Welt leben wir heute? Und es ist zweifelsohne eine Welt, die sehr klein geworden ist. Wir sprechen ja auch davon, dass diese Welt ein Dorf geworden ist, wo die Länder,
die Kulturen dieser Welt zusammengerückt sind, wo ein globales Bewusstsein entstanden ist. Und wir Baha'i sind davon überzeugt, dass Baha'u'llah uns nun für diesen neuen Weg hin zu einem globalen Bewusstsein eben die ethischen Maßgaben gegeben hat. Ein Zitat hatte ich schon benannt, die Erde ist nur ein Land und alle Menschen sind seine Bürger. Das bedeutet, dass natürlich auch in dieser neuen Welt, in die wir gerade hineinwachsen, die Nationen eine Rolle spielen, aber dass die Nationen dennoch angehalten sind, auch ihre gemeinsamen Interessen zu formulieren und sie dann auch geltend zu machen in einem weltweiten System, wo zum Beispiel das Phänomen des Krieges abgeschafft wird, wo abgerüstet wird, wo wir Konflikte friedlich austragen und eben nicht mehr kriegerisch. Die Baha'i engagieren sich aufgrund dessen sehr stark im System der Vereinten Nationen, weil sie diesen Prozess auch selbst auch befördern möchten. Das ist so ein Impuls, den wir sehen auf weltweiter Ebene, dass die Länder zusammenrücken, dass die Grenzen der Nationen keine so große Bedeutung mehr haben, als sie in der Vergangenheit hatten. Eine andere Grenze, das lernen wir auch gerade, ist die der Geschlechtsunterschiede, der Unterschied zwischen Mann und Frau. Baha'u'llah hat doch sehr stark darauf hingewiesen, dass Männer und Frauen nicht nur gleichwertig sind, sondern auch in der Tat gleichberechtigt sind. Er vergleicht das Zusammenspiel zwischen Mann und Frau mit einem Vogel, der zwei Flügel hat. Und der Vogel ist nun die Menschheit auf ihrem Weg hin zu einer neuen Zivilisation. Und er sagt, dieser Vogel, diese neue Zivilisation kann nur dann in die Luft steigen, sich entwickeln also, wenn beide Flügel gleich stark ausgebildet sind. Und das bedeutet, dass Männer auf ihre Macht ein Stück weit verzichten müssen, dass sie die Frauen mit in die Entscheidungsfindung holen müssen, um Geschlechtergerechtigkeit auch herzustellen. Das ist ein wesentliches Moment unseres Glaubens und so organisieren wir uns auch in unserer eigenen Gemeinde, in unserer eigenen Gemeinde selbst. Ein weiterer Punkt ist der zwischen dem Verhältnis von Individuum und der Gemeinde. Baha'u'llah sagt, der Glaube hängt nur von einem selbst ab. Das heißt, wir haben einen starken Impuls hier für ein religiöses Selbstbestimmungsrecht, so würde ich das mal nennen, für eine Autonomie des Menschen, seine Gewissensfreiheit wird in der Baha'i-Religion sehr stark betont. Das hat zur Folge, dass es in unserer Gemeinde gar keinen Klerus mehr gibt. Also keine Instanz, die zwischen den Gläubigen steht und dem Gott, möchte man sagen, den wir alle anbeten. Ja, also der Mensch ist aufgerufen, selbstständig in den Schriften zu lesen, morgens und abends, sich selbstständig Gedanken zu machen, auch selbstständig seinen Platz in der Gemeinde zu finden und auch in der Gemeinschaft, in der Nachbarschaft drumherum, wo er sich engagieren kann, seinen Glauben leben kann, weil niemand anderes da ist, der ihm das abnehmen kann. Das heißt, wir haben auch einen Moment der Freiheit, auf einmal ein sehr stark emanzipatorisches Moment in der Baha'i-Gemeinde. Wir wissen aber auch alle, dass Freiheit immer sehr stark auch verbunden ist mit Verantwortung. Ja? Dass wir aber auch eben auf der anderen Seite jetzt aufgerufen sind, diese Verantwortung, die wir haben, mehr Raum zu geben, indem wir bestimmte Dinge nicht delegieren eben an andere, sondern auch indem wir lernen, nicht nur an uns selber zu denken, sondern uns in die Pflicht zu nehmen für das Gemeinwohl, also für den Dienst an den anderen. Das ist ein ganz, ganz starkes Moment in unserem Glauben. Der Dienst an der Menschheit spielt eine enorme Rolle, der ein Aufruf ist, nicht nur eben an einige wenige Baha'i, sondern eben auch wirklich an alle Baha'i, egal wo sie leben und egal welche Fähigkeiten und Möglichkeiten sie mitbringen, diesen Dienst auch auszuführen. Und das sind doch drei wesentliche Momente, wie ich finde, die Baha'u'llah uns Baha'i mitgegeben hat, um eine neue Zivilisation aufzubauen. Ja, mit deinen letzten Ausführungen hast du im Grunde schon meine nächste Frage, die ich vorbereitet hatte, beantwortet. Aber vielleicht fällt dir noch etwas dazu ein, wenn ich sie stelle. Und zwar lautet die: Wie betrachten Baha'i die Stellung des Individuums in der Gesellschaft?
Du sprachst von Freiheit und Verantwortung. Mhm. Gibt es dazu noch mehr zu sagen? Also ich denke mir, wir haben, und jetzt kann ich aber nur von meiner eigenen Kultur reden, von meiner eigenen Gesellschaft. In einer anderen Kultur bin ich nicht hineingewachsen und infolgedessen kenne ich sie nicht so gut, als dass ich solche Aussagen machen könnte. Also ich kann von meiner eigenen Kultur doch sagen, dass wir doch sehr stark es verlernt haben, diese Verantwortung, von der ich gesprochen habe, wahrzunehmen. Wir lassen uns sehr leicht bespielen, ja, ablenken durch die Medien, ja, durch Autoritäten, ja, und sind wenig in der Lage, wirklich frei und selbstständig nicht nur zu denken, sondern auch zu handeln. Es ist doch eine Art von Konformitätsdruck auch in dieser Gesellschaft vorhanden. Und das macht es mitunter schwierig, eigene Wege in der Tat auch dann zu gehen, diesen neuen Impuls, eine neue Religion auch deutlich sichtbar und selbstbewusst auch in der Öffentlichkeit zu leben. Allzu oft, ich vergleiche das gerne mit Eierschalen, die uns noch anhaften, wenn wir uns aus dem Ei pellen, aus dem Ei der vorgegebenen Traditionen, allzu oft haften uns noch diese Eierschalen auch selbst an. Und wir müssen es mühselig lernen, erst wirklich auch neue Wege zu gehen. Und damit meine ich vor allen Dingen das Abschütteln von diesem Moment der Lethargie, der uns umfängt, des Glaubens, dass doch sowieso es keinen Zweck hat, sich zu engagieren, für das Gemeinwohl einzutreten, auch für den anderen. Mittlerweile sind wir ja so weit, dass das als Gutmenschentum abgetan wird oder nur mehr als Jargon abgetan wird. Und was sicherlich auch hier und da auch richtig ist, aber man spricht doch damit auch dem Engagement für Vielfalt in dieser Gesellschaft. Das ist uns ein wesentliches Anliegen, ja, doch dann auch die Ernsthaftigkeit ab. Ich meine, wir müssen diese Vielfalt, in der wir leben, deutlich sichtbar machen. Und dazu gehört auch ein selbstbewusstes Auftreten von Minderheiten, auch von religiösen Minderheiten. Und da müssen wir aus unserer Komfortzone also hinausgehen und hineingehen in die Nachbarschaften, uns zeigen und uns einbringen auch als Bahai und zeigen, dass wir wichtige Impulse haben für die Fortentwicklung auch dieser Gesellschaft. Dass wir zuhören können, wo die Nöte der Zeit zum Beispiel sind und gemeinsam mit anderen, ohne schon bereits vorgefertigte Meinungen zu haben, aber dass wir gemeinsam mit anderen eben dann versuchen, Lösungen zu finden. Und ich glaube, das ist ein Prozess, den wir auch erst noch gehen müssen, denn allzu oft gibt es noch die Trennung zwischen dem hier sind wir und da sind die anderen. Nicht? Und hier sind wir mit einer ganz bestimmten Botschaft, mit einer ganz bestimmten Emphase, einem neuen religiösen Impuls. Und wir wissen alle, wie wichtig Religion ist als Motivator für Engagement. Und da sind die anderen, da ist das Alte, da ist die Tradition und so weiter. Und das ist eine Dichotomie, eine Trennung, die uns oft nicht gut tut. Und da müssen wir auch selber lernen, diese Dichotomie zu überwinden und gemeinsam mit den anderen eben dazu beizutragen, dass wir uns hier friedlich entwickeln können. Und mir scheint es da wichtig, zu ermutigen, zu befähigen vor allem und eine Haltung einzunehmen, die eben nicht davon ausgeht, dass alles keinen Zweck hat, sondern dass wir wirklich in der Tat diese Welt, in der wir leben, verändern können. So wie es unsere Väter und Vorväter ja auch immer wieder getan haben. Und dieser Prozess, der hört nie auf. Mhm. Ja, vielen Dank. Das sind doch schöne Einsichten. Und ich glaube, das führt uns genau auch zur nächsten Frage. Wenn nun viele dieser Individuen Verantwortung übernehmen, dann kann es ja sein, dass sie in verschiedene Richtungen laufen, um etwas zu gestalten. Was hält jetzt aus Sicht der Bahai die Gesellschaft zusammen, damit nicht dieses Ziehen und Zerren in verschiedene Richtungen stattfindet?
Also uns als Baha'i-Gemeinde hält natürlich der gemeinsame Glaube zusammen. Der Glaube an Baha'u'llah als Manifestation für unsere heutige Zeit, würden wir sagen. Also als Spiegelbild des göttlichen Willens. Und dass das, was wir tun, in seinem Auftrag in der Tat auch dem göttlichen Willen entspricht. Und man kann das sehr gut beschreiben mit einem Kreis, in dessen Mitte Baha'u'llah als Offenbarer steht, und egal von welcher Seite wir uns in diese Mitte hineinbewegen, wir kommen uns auch immer dabei selbst auch näher als Menschen. Ob wir nun einen iranischen Ursprung hatten, einen deutschen Ursprung, ob wir diese oder jene Sprache hatten oder ob wir dieses Geschlecht oder jenes Geschlecht haben. Das ist doch ein ganz starkes, gemeinschaftsstiftendes Moment, die Hinwendung zu Baha'u'llah, die Liebe zu Baha'u'llah und Gebet und Meditation in seinem Sinne. Ich denke mir, das ist der Kern aller Religion, und so ist es natürlich auch bei uns. Das kann ich natürlich jetzt nicht eins zu eins auf die Gesellschaft übertragen, ja, weil natürlich nicht alle Menschen Baha'i sind. Aber ich kann doch, wenn ich jetzt nun diesen Kreis erweitere, hin zu konzentrischen Kreisen schauen, was ist das nächstgelegene. Und da ist es zum Beispiel das Bedürfnis nach Religion an und für sich zum Beispiel. Ob ich das jetzt nun als Baha'i auslebe oder als Christ, als Jude oder als Muslim, immer geht es doch um ein ganz starkes Bedürfnis für den Menschen, als Geschöpf sich zu dem Schöpfer hinzubegeben. Ja, Novalis sagt das ja ganz schön, ja, wo gehen wir hin? Wir gehen immer nach Hause. Und das ist unser Ziel. Und zweifelsohne ist für religiöse Menschen das Zuhause eben das Nahsein an Gott. Egal, wie wir ihn jetzt benennen, ob wir ihn Allah nennen oder Gott benennen oder Yahweh benennen, es ist doch immer der gleiche Gott. Und das ist der nächste Kreis, da können wir Gemeinschaft finden mit anderen religiösen Menschen, weil wir auch ähnliche Werte teilen, ethische Maßgaben. Denken Sie an die goldene Regel zum Beispiel, an die 10 Gebote. Das sind alles Dinge, die wir in jeder Religion finden und die es auch in jeder Religion geben wird, auch nach der Baha'i-Religion. Denn natürlich wird es auch nach Baha'u'llah immer wieder neu eine Offenbarung geben, so wie die Menschheit sich immer wieder auch entwickeln wird. Und wenn wir dann noch weiter gehen, dann finden wir sehr viele humanistische Menschen. Menschen, die aus einem gesunden Menschenverstand heraus versuchen, das Gute in diese Welt hineinzutragen. Und auch mit diesen Menschen können wir uns verbinden. Auch sie sind für uns Mitarbeiter, mit denen wir Schulter an Schulter gehen können. Ja, und so finden sich immer wieder neue Kreise von gutwilligen Menschen, mit denen wir uns verbinden können. Ganz unabhängig davon, ob sie jetzt nun Baha'i sind, religiös sind oder eben nicht religiös, säkular sind. Die Baha'i sind sehr gut in der Lage, auch mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten. Also der Kern ist immer dabei, das Gute, die Vision, die wir verfolgen, einer Menschheit, die in der Lage ist, gemeinsame Interessen zu identifizieren, zu formulieren und sie dann auch zu verfolgen. Ja, Kooperation, das ist so der Kern, denke ich, wo wir uns finden. Sehr schön, ja. Kommen wir allmählich zu den Aspekten, die für die Baha'i im Iran, aber vielleicht auch im Westen schwierig sein könnten. Also zum Beispiel, gibt es hier im Westen Vorurteile gegenüber Baha'i? Begegnen sie hier im Westen? Begegnet ein Baha'i hier im Westen Vorurteilen gegenüber Baha'i, der Religion und ihm selbst als Mensch? Und vor allem, wie ist das im Iran? Ich hätte ja die 3 Punkte genannt. Das war der Anspruch Baha'u'llahs, eine neue Religionsstiftung begründet zu haben. Das war die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Das war das Verhältnis des Einzelnen zur Gemeinschaft mit der Folge, dass es zum Beispiel keinen Klerus mehr gibt, dass wir miteinander beraten, nach der besten Lösung gemeinsam suchen. Und das liegt in der Natur der Sache. Natürlich dem gängigen politischen System im Iran diametral entgegen. Das heißt, es ist nicht nur der Anspruch Baha'u'llahs, sondern es sind auch die sozialen Lehren der Baha'i, die dazu führen, dass die Baha'i dort im Land verfolgt werden, dass es vielerlei Vorurteile gibt. Ja? Baha'i gelten
im Iran sehr oft als Westler, könnte man sagen, ja, als Spione. Und übrigens nicht nur des Westens, das, so wird es heute benannt. Schon von Gründerjahren an waren sie vermeintliche Spione des, der Russen, dann der Briten, der Amerikaner. Und jetzt durch in der Islamischen Republik Iran haben wir doch sehr stark auch das Moment, dass Baha'i als Zionisten, als Spione Israels gelten, weil ihr Zentrum ja im ehemaligen Palästina begründet ist. Dort ist ja Baha'u'llah begraben worden, was heute Israel eben darstellt. Also wir haben vielerlei Vorurteile, die aus der Religion selbst kommen, aber die heute eben dann politisch formuliert werden und auch politisch verfolgt werden. Mhm. Noch einen kleinen Blick in die Historie. Es heißt doch, dass die Barbies beschuldigt worden sind, einen Mordanschlag auf den Schah von Persien verübt zu haben, wodurch die schiitischen Mullahs dann die Legitimation bezogen haben, von dem Monarch gegen die Baha'i vorzugehen. Was ist an dieser Geschichte dran? Was steckt dahinter? Warum sind die Barbies in diese Geschichte verwickelt gewesen? Ja, weil in der Tat wenige Barbies aufgrund der sehr, sehr blutigen Verfolgungen, unsere eigene Geschichte kennt bis zu 20.000 Blutzeugen, Märtyrer, die in dieser Zeit umgekommen sind. Einige wenige Barbies waren derart empört und verzweifelt, dass sie eben einen Anschlag geplant haben. Der Schah ist, dem ist nicht zu Schaden gekommen. Ja, es ist also kein erfolgreicher Anschlag gegeben, aber es war eben der Anlass dann, um die Verfolgungen noch mehr zu intensivieren und auch infolgedessen Baha'u'llah selbst auch einzukerkern in Teheran. Das heißt, es ist den frühen Baha'i nicht gut bekommen. Und es ist ein ganz wichtiges Moment, was wir daraus gelernt haben, eben, dass wir stets friedlich auf die Verfolgungen auch reagieren bis heute. Das ist ganz wichtig. Es war eines der ersten Gebote, die Baha'u'llah dann 1863, als er zum ersten Mal öffentlich den Anspruch verkündete, da war er schon im Exil, da war er schon in Bagdad, den Anspruch verkündete, eine Manifestation, also ein neuer Religionsstifter zu sein, hat er den Dschihad abgeschafft, also die gewaltsame Verbreitung des Glaubens. Und das gilt bis heute. Jeder Baha'i ist heute ein Pazifist, dem ist es verboten, eine Waffe gegen einen anderen Menschen zu richten. Ja, und als Pazifisten, wie reagieren Baha'i auf die Verfolgungen ihrer Brüder und Schwestern im Iran? Welche Mittel haben sie denn, sich da einzusetzen? Also im Iran muss man unterscheiden zu der Situation außerhalb des Irans. Was ich beobachte, ist doch sehr stark, dass trotz einer mittlerweile über 30-jährigen Verfolgung die Integrität der Baha'i-Gemeinde im Iran nie verloren ging. Ja? Ich hatte es eingangs gesagt, also nach wie vor rechnen wir damit, dass es mehrere hunderttausend Baha'i sind. Es ist keine Gemeinde, die in den über 30 Jahren nun das Land verlassen hat, weil ihnen das Leben so schwer als möglich gemacht wird dort. Also bis heute sind sie geblieben. Das zeigt mir, dass die Baha'i nicht nur bereit sind, für ihren Glauben Leid zu ertragen, sondern dass sie in der Tat auch es dass sie auch fähig sind, für ihren Glauben Leid zu ertragen. Und immer mal wieder erfahren wir von Baha'i, die inhaftiert sind, dass sie in ihrem Leid auch einen Sinn sehen und dass dieser Sinn ihnen Kraft gibt, dieses Leid zu ertragen. Und das ist natürlich ein religiöser, ein mystischer Sinn, den vielleicht nicht religiöse Menschen nicht so gut nachvollziehen können. Aber mir erschließt er sich doch auch sehr stark, denn sie sehen sich in der Nachfolge auch von Baha'u'llah, der ja selbst über 40 Jahre für diesen Anspruch, eine neue Religion gestiftet zu haben, inhaftiert war. Er war bis zuletzt in Kerkerhaft inhaftiert, am Ende dann unter Hausarrest, bis er 1892 in Palästina verstarb. Also er hat selbst stark gelitten. Und wir kennen dieses Moment auch aus der Religionsgeschichte der Menschheit.
Das stärkste Beispiel ist Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist für seinen Glauben. Und auch Mohammed hat gelitten für seinen Glauben. Und nicht nur die Stifter selbst, sondern auch die Gemeinde. Und anscheinend ist es so, dass bevor eine neue Religionsstiftung zum Kulturaufbau beitragen kann, also in die Blüte ihrer Existenz kommt, vorher eine Zeit des Leidens durchmachen muss. Und so scheint es jetzt auch für die iranischen Baha'i zu sein. Zumindest sehen sie es selbst so und zumindest können sie ihrem Leid so einen Sinn auch abgewinnen. Und dieser Sinn lässt es erträglich machen. Bedeutet das, dass die Baha'i auf ihre Brüder und Schwestern mit Mitgefühl schauen? Und wie schauen sie dann auf andere Menschen, die im Iran unter Verfolgung leiden? Ist die Blickweise die gleiche? Auch unter Maßgabe dessen, was du vorhin gesagt hast, mit der Verantwortung und der Freiheit. Wie ist das zu verstehen, ist das zusammenzubringen? Also das ist eine Frage, die deren Antwort mir ganz viel Bewunderung auch abverlangt. Bewunderung für die iranische Baha'i-Gemeinde. Denn das, was ich sagte, wie wir uns hier versuchen, in Deutschland zu engagieren, ein nützlicher Teil in der Gesellschaft zu sein, zusammen mit anderen zum Aufbau eines friedlichen Miteinanders beizutragen, all das machen die iranischen Baha'i trotz aller Verfolgung ganz genauso. Sie gehen auf ihre Kolleginnen und Kollegen zu, auf ihre Nachbarn, auf Freunde und Bekannte, bieten ihre Unterstützung an, ihre Mithilfe, versuchen Prozesse zu initiieren, wo Menschen ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen, ihr Umfeld versuchen zu verbessern. All das erleben wir im Iran trotz dieser Verfolgung ganz genauso. Und da gibt es keinen Unterschied. Und obgleich die Verfolgung jetzt über 30 Jahre schon stattfindet, haben die Baha'i nie aufgehört, ein nützliches Glied der iranischen Gesellschaft sein zu wollen. Die Geschichte der iranischen Baha'i sagt ja schon, dass sie Teil dieses Landes sind, Teil der Nationalgeschichte sozusagen, und so sind sie bis heute Teil der iranischen Gesellschaft, wie selbstverständlich. Nun war kürzlich dieser Mordanschlag auf eine Familie, ja. Vater, Mutter, Tochter. Mir ist gerade nicht vertraut, ob die überlebt haben. Ja, sie haben überlebt und die Tochter konnte auch noch Hilfe holen und die Familie genießt jetzt im Krankenhaus. Und wie reagiert man dann als Baha'i im Iran auf so eine Situation, die da eher durch eine Aufhetzung zustande gekommen ist? Wie reagiert man dann als Gemeinde? Wird das einfach nur zur Kenntnis genommen oder gibt es da dann Proteste? Nein, ich denke mir, das ist eine Motivation, eine sehr starke Motivation, noch mehr die eigene Agenda zu verfolgen, nämlich die Integrität zu bewahren, nicht abzukommen von dem Diktum Baha'u'llahs, sich friedlich als Teil einer Gesellschaft zu verstehen und für den Aufbau und für die Zukunft des Irans weiterzuarbeiten. Ich denke mir, das ist eine sehr, sehr starke Motivation und das ist auch eine angemessene Motivation aus Baha'i-Sicht. Was wir nicht machen werden, ist uns an gewaltsamen Demonstrationen zu beteiligen oder an umstürzlerischen Aktivitäten. Das verbietet unser Glaube und das haben wir auch über Jahrzehnte nicht so gehandhabt und werden es auch nicht handhaben. Nun hört man immer wieder, dass die Baha'i allgemein, nicht nur im Iran, ein starkes Interesse daran haben und ein starkes Engagement auch zeigen für einen interreligiösen Dialog. Erstens, ist das so? Warum ist das so? Und welche Erfahrungen liegen damit vor? Sie meinen jetzt im Iran oder in Deutschland? Das ist die Frage. Findet dieser interreligiöse Dialog im Iran auch statt? Wird er zugelassen? Was ich vermutlich eher in Frage stellen möchte. Aber hier in Deutschland zum Beispiel wird er ja sicher stattfinden. Das ist richtig, ja.
Und welche Erfahrungen liegen damit vor, wenn im Iran tatsächlich stattfinden sollte und auch hier in Deutschland, welche Erfahrungen liegen damit? Ich sage, ein Dialog mit andersreligiösen Menschen kann ja im Iran nur auf informeller Ebene stattfinden. Mhm. Es gibt keinen offiziellen Dialog, schon gar nicht staatlicherseits gefördert. Denn der Iran, und hier meine ich jetzt die iranische Regierung, subsumiert ja die Baha'i gar nicht als Religionsgemeinschaft. In den Verlautbarungen der Regierung, in den regierungsamtlichen Zeitungen, wird ja, wenn überhaupt von Baha'i berichtet wird, immer nur von einer, und ich zitiere jetzt, perversen politischen Sekte gesprochen und schon gar nicht von einer Religion. Neuerdings wird auch zum Beispiel am Menschenrechtsrat in Genf von der iranischen Delegation von einem Kult gesprochen, wenn es um die Baha'i-Gemeinde geht. Also nach einem strengen schiitischen Verständnis kann es ja nur eigentlich drei göttliche Religionen geben, nämlich das Judentum, das Christentum und den Islam. Im Iran gibt es noch die Besonderheit, dass die Zarathustrier auch noch dazu gezählt werden. Sunniten sehen das vielleicht anders, aber da ist die Religionsfreiheit doch sehr eng begrenzt auf diese drei beziehungsweise vier verschiedenen Religionen. Da die Baha'i in diesen Kanon nicht hineinfallen, werden sie auch nicht als Religion angesehen. Infolgedessen kann es auch kein Dialog mit ihnen als Religion geben. Das ist im Iran so. In Deutschland ist das natürlich anders. Deutschland ist ein säkularer Rechtsstaat. Der Staat selbst ist weltanschaulich neutral, verfolgt eine zumindest nominelle Gleichbehandlung der verschiedenen Kirchen und Religionsgemeinschaften und initiiert deswegen auch immer wieder auch den religionsübergreifenden Dialog. Aber auch Kirchen und Religionsgemeinschaften selbst organisieren diesen Dialog, und egal ob nun staatlicherseits zum Beispiel in Reden der Religionen oder in langen Nächten der Religionen, die von den Ländern zum Beispiel unterstützt werden, oder dass eben Religionen sich selbst zusammenfinden, wie zum Beispiel im runden Tisch der Religionen in Deutschland. Da sind die Baha'i jeweils auch sehr gut vertreten und agieren da auch auf Augenhöhe mit allen anderen. Und gibt es da so etwas wie eine Summe, wo man sagen kann, ja, das ist eine Haupterfahrung? Sind die Baha'i da eher respektiert, akzeptiert? Findet wirklich ein Dialog statt? Was für Erfahrungen liegen da vor? Ich überlege, wie ich das sagen soll, weil ich natürlich jede Form des Dialogs erstmal auch akzeptiere. Denn wer miteinander spricht, redet nicht schlecht übereinander. Ja? Sondern man redet miteinander, und das ist schon mal ein Beginn. Es darf nicht dabei bleiben, das ist ganz wichtig. Das ist auch immer unser Begehr in den Dialogrunden, dass wir wegkommen von einem theologischen Austausch hin zu einer gemeinsamen Praxis, hin zu einer sozialen Veränderung der Gesellschaft. Also dass Religionsgemeinschaften lernen, miteinander zu arbeiten, indem sie sich jetzt nicht aufeinander schauen, sondern gemeinsam in die Mitte der Gesellschaft schauen und ihren jeweiligen Beitrag zusteuern, gemeinsam für die Gesellschaft zu handeln. Das ist unsere Perspektive. Das haben wir natürlich nicht in allen Dialogforen, die ich erwähnt habe. Ja, ich möchte sogar sagen, das haben wir in den wenigsten Dialogforen. In den meisten Dialogforen, gerade in denjenigen, wo Repräsentanten oder hochrangige Repräsentanten auch der Kirchen- und Religionsgemeinschaften sind, geht es um einen theologischen Austausch, der sehr stark auch vom Protokoll geprägt ist. Aber ich möchte das nicht abschätzig behandelt wissen, denn das ist ein Beginn und man gewöhnt sich aneinander, was ich auch sehr gut heiße. Aber aus Sicht der Baha'i kann es natürlich dabei nicht bleiben. Wir verfolgen darüber hinaus noch andere Ziele in einem Dialog. Nun hat die evangelische Kirche eine Art Zentralstelle für Weltanschauungsfragen. Und diese evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen führt ein Lexikon. Mhm. Und in diesem Lexikon schreibt man auch über die Baha'i-Religion. Ja. Und über andere auch.
Jedenfalls gibt dieses Lexikon in seinem Schlusskapitel zu den Baha'is eine Einschätzung zum Grundverständnis des Baha'ismus ab. Und jetzt will ich einfach kurz zitieren daraus, um dann eine Frage zu stellen. Also es heißt darin, der Baha'ismus erstrebt eine neue Weltordnung auf den von Baha'u'llah verkündeten religiösen Grundlagen. Etwas weiter heißt es, das universelle Gemeinwesen kennt keine Trennung von Religion und Staat. Und ein Abschnitt weiter heißt es dann, ein auf Pluralität und Säkularität angelegtes Gesellschaftsmodell wird in Frage gestellt. So, jetzt kommt die Frage, wie kann man sich das genauer vorstellen? Was meint denn die evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen damit? Und was ist der Unterschied zwischen dieser Gesellschaftsform der Baha'is, die offensichtlich nicht zwischen Religion und Staat trennt, und der Gesellschaftsform, die jetzt im Iran herrscht, die auch nicht zwischen Religion und Staat trennt? Das ist ja nun erst einmal eine Behauptung der evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, in der wir uns als Baha'i ja gar nicht wiederfinden. Was sie damit meint, das müssen Sie die EZW fragen. Ich kann nur sagen, die Zeiten, wo wir mit der EZW Diskussionen führen, die sind ja wirklich lange vorbei. Wir haben wirklich ein freundschaftliches Verhältnis zu EZW und sprechen auch miteinander, wo auch immer wir uns sehen und treffen. Also da gibt es überhaupt kein Vertun, dass da ein Dialog auch stattfindet. Und der sehr von Wertschätzung und auch von Anerkennung geprägt ist. Ja? Ich glaube aber trotzdem, dass auch die Baha'i-Gemeinde es aushalten muss, dass Menschen anderer Religionen uns anders sehen, als wir uns selbst sehen. Denn das prägt ja auch die Sicht, die wir als Baha'i haben, auf andere Religionen. Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt im christlichen Kontext bleibe, natürlich ist für uns Jesus Christus auch eine Manifestation Gottes, die absolut verehrungswürdig ist. Baha'u'llah selbst sagt ja, wir sollen zwischen den einzelnen Manifestationen keinen Unterschied machen. Wer nur einen ablehnt, hat alle abgelehnt. Ja? Sodass das ja auch die Herausforderung ist, im Leben eines Baha'i, nicht nur Baha'u'llah anzuerkennen für unsere heutige Zeit, sondern alle vorherigen Religionsstifter ganz genauso in ihrer religiösen Essenz. Ja? Und diese religiöse Essenz, die beschreiben wir zum Beispiel von Jesus Christus, beschreiben wir anders, als es ein Christ tun würde, der zweifelsohne in Jesus Christus den Sohn Gottes, den fleischgewordenen Sohn Gottes erkennt. Und da gibt es also eine unterschiedliche Sicht auf die gleiche historisch belegbare Figur. Ja? Und insofern haben wir jetzt im umgekehrten Sinne bei diesem Zitat auch eben eine andere Sicht auf unseren eigenen Glauben. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass wie wir friedlich miteinander auskommen können, beziehungsweise, um ein Wort von Udo Marquardt zu nutzen, wie wir angstfrei anders sein können. Weder müssen wir vor der EZW Angst haben, noch muss die EZW vor uns Angst haben, um jetzt bei diesem konkreten Beispiel zu bleiben. Wir können anders sein und auch dennoch ins Gespräch kommen und auch dennoch uns bemühen, gemeinsame Interessen zu formulieren. Und was wir ja zweifelsohne auch machen, wie zum Beispiel beim Runden Tisch der Religionen in Deutschland. Und ich glaube, das ist eine große Leistung, die Religionen erbringen müssen, um hier in diesem säkularen Rechtsstaat ihren friedlichen Beitrag zu vollbringen. Wäre das sowas wie gelebte Vielfalt oder gelebte Demokratie im Sinne von Vielfalt mit einem bestimmten Aspekt des Respekts für individuelle
Aspekte des Lebens und für Gemeinschaftsbildung, Gesellschaftsbildung? Ich tue mir mit dem Begriff der Demokratie tue ich mir schwer. Überhaupt auch mit Begriffen aus der politischen Ideengeschichte, um Religion zu beschreiben. Ja, da gehört Demokratie zu, da gehört Menschenrechte zu, Liberalismus, Konservatismus. Das sind alles doch sehr stark auch von der Menschheitsgeschichte geprägte Begriffe, die ich nicht anlegen kann an von Gott offenbarte Religionen. Ja, wir finden in der Bahai-Religion zweifelsohne Maßgaben, ethische Leitlinien, soziale Gesetze, wo man auf den ersten Blick sagen könnte, das ist liberal oder das ist konservativ. Ja? Aber ich glaube, das greift wirklich zu kurz. Es kann ja nur einen Glauben geben, ja? Und nicht verschiedene Facetten, ja, oder Fraktionen oder dergleichen. Die Wahrheit ist immer nur eins. Ja? Wir können uns irgendwie annähern, aber die Sprache, die wir dafür finden, ist doch immer nur eine sehr menschliche Sprache. Und so sind auch die Begriffe. Und bestimmte Begriffe versuche ich zu vermeiden. Und auch wenn es um religiösen Pluralismus geht, möchte ich auch nicht von Demokratie sprechen. Ja? Denn natürlich hat jede Religion auch ihren eigenen Anspruch, auch göttliche Wahrheit zu vertreten. Als Bahai geht es mir aber darum, dafür zu plädieren, dass dieser Wahrheitsanspruch nicht überbordet, nicht übermäßig vorgetragen wird, wo dann alle anderen Wahrheitsansprüche quasi damit negiert werden. Ich denke mir, wir sollten uns den religiösen Pluralismus eher vorstellen wie einen wunderschönen Garten, der ja auch nur deswegen schön ist, weil eben verschiedene Blumen dort gepflanzt wurden und nicht immer nur eine. Das wäre doch sehr monoton, ja. Sondern ich glaube, die Schönheit Gottes, die Schönheit des Glaubens ergibt sich erst auch aus der religiösen Pluralität. Ja? Und wenn wir das erkennen, kommen wir vielleicht auch zu der Erkenntnis, dass es vielleicht auch nur einen gemeinsamen Glauben gibt, wenn es auch doch nur einen Gott gibt, der sich in der Menschheitsgeschichte immer wieder neu offenbart. Dass vielleicht die verschiedenen Religionen, die es ja zweifelsohne auch in ihrer Unterschiedlichkeit gibt, auch nur die verschiedenen Kapitel in einem gemeinsamen Buch sind. Und dass, wenn ich also jetzt im 8. oder 9. Kapitel lese, das, was im 1. oder 2. ist, ja gar nicht mehr als falsch wahrnehme, sondern eben aus der Zeit heraus betrachten muss, das ist das Lernen unserer Vorväter gewesen, so wie wir heute eben lernen, ja, und aber darauf eben aufbauend. Also wenn ich so herangehe, dann gibt es also keinen Wettbewerb, das will ich sagen. Und Demokratie hat für mich immer was auch mit Wettbewerb zu tun, ja, mit Parteilichkeit, mit Fraktionen, ja, mit Spaltung und dergleichen. Und das ist etwas, das kann ich jetzt auf die religiöse Sphäre nicht übertragen. Was könnte an dieser neuen Religion Bahaismus für jemanden interessant oder wichtig sein, der schon gar die Religion an für sich in Frage stellt? Wir leben ja im Westen in einer materialistischen Zeit, in der sehr viele Agnostiker, Atheisten und dergleichen mehr Menschen gibt, die mit einem Bild oder einem Glauben an einen Gott oder an eine schöpferische Welt oder an ein inneres Wesen, den Mensch, an den Geist, überhaupt nicht glauben können oder das nicht nachvollziehen können. Ja. Was kann also dadurch eine neue Religion wie Bahaismus diesen Menschen geben oder sie interessieren für etwas? Ich glaube, das ist alleine die Tat. Die Tat kann interessieren. Das Ergebnis, was sich zeigt, wenn religiöse Menschen sich aufmachen, sich für das Gemeinwohl zu engagieren. Baha'u'llah selbst sagt in seinen Schriften, die Menschheit ist der Worte müde. Es ist genug gesagt. Mit
dem Aufkommen des Barb ist aus unserer Sicht ein Zyklus zu Ende gegangen, der von Adam ging bis eben zu Mohammed als Siegel der Propheten. Und so nennen wir auch diesen Zyklus, das ist der prophetische Zyklus. Der Zyklus, wo Verheißung dargestellt wurde, was irgendwann mal sein wird. Ja? Und wenn wir jetzt den Bab als Punkt sehen, als Janir, zu einem weiteren Zyklus, der mit Baha'u'llah beginnt, dann ist das doch ein Zyklus, den wir als Zyklus der Tat, der Erfüllung betrachten. Ja? Also wo es darum geht, wenig Worte zu machen und viele Taten aufzuweisen. Das, was unsere Vorväter gesagt haben, nun wirklich auch zu leben, umzusetzen. Und das ist, glaube ich, das, was begeistern kann, wo Religion wirklich sichtbar wird und wo es nicht nur Gerede bleibt. Denn es wurde schon viel gesagt, aber es wurde wenig von dem, was gesagt wurde, umgesetzt. Und wir Baha'i wollen jetzt nicht noch ein neues Kapitel als an Worten dazu bringen, sondern wir wollen wirklich ein Prozess in Gang bringen, wo das, was gesagt wurde, nun kollektiv umgesetzt wird. Ob innerhalb der Gemeinde oder mit Menschen auch außerhalb der Gemeinde. Und da sind natürlich auch Menschen willkommen, die überhaupt nicht religiös sind, weil sie sich an diesem Prozess begeistern können. Ja, ein Prozess, der zum Beispiel in einer Nachbarschaft für einen sozialen Zusammenhalt sorgt. Ja, und das sind ganz basale, ganz einfache Maßnahmen, die dort dann erfolgreich sind. Wenn Menschen beginnen, von Tür zu gehen oder ihre eigene Tür zu öffnen und fremde Menschen, die sie nicht kennen, in ihr Haus zu lassen und Räume zu schaffen der Begegnung, des Austausches von Inspiration, von Ideen, was wichtig ist jetzt für die Umgebung, in der man lebt, aber auch ganz materielle Dinge, ja, für zum Tauschen von Talenten und Fähigkeiten, aber auch eben von Dingen. Ja, das ist so etwas, das kann begeistern, ganz unabhängig davon, ob ich selbst religiös bin oder nicht. Baha'u'llah sagt, lasst Taten nicht Worte eure Ziel sein. Und das ist eine Maßgabe, die wir als Baha'i noch viel stärker als bisher verinnerlichen müssen, um dem auch gerecht zu werden. Ist es das oder kommt es dem gleich, was die Amerikaner sagen mit Walk the Talk? Walk the talk, ja, oder Abdul Baha, das ist der für uns das, wie soll ich sagen, das maßgebliche, das perfekte Vorbild, wie wir als Baha'i sein können. Abdul Baha, der Sohn unseres Religionsstifters Baha'u'llah, der 1913 sogar auch nach Deutschland kam und sehr inspirierend wirkte bis heute, das ist eigentlich schon der Höhepunkt der deutschen Baha'i-Gemeinde. Schon in sehr früher Zeit und maßgeblich eben auch überhaupt zum Aufbau unserer Gemeinde beitrug. Und er ging, und so sagt er, den mystischen Pfad mit praktischen Schritten. Den mystischen Pfad mit praktischen Schritten. Und vielleicht ist das gemeint mit Walk the Talk. Zum Abschluss, was sind die hauptsächlichen Taten der Gemeinde in Deutschland, vielleicht können wir uns auch auf die Gemeinde in Berlin beschränken, um das umzusetzen. Ja. Gibt es da Beispiele? Oh ja, also wir haben uns fokussiert. Wir versuchen systematisch vorzugehen, indem wir gemeinsam planen, indem wir dann auch gemeinschaftlich unsere Aktionen durchführen und auch sie natürlich gemeinschaftlich evaluieren. Wir wollen auch daraus lernen, was gut und was schlecht lief. Ja, das alles passiert auf der Ebene der Gemeinde und das sind vor allem Aktivitäten, die ganz stark auf Bildung und Erziehung abzielen. Ja, es gibt ein wunderbares Wort von Baha'u'llah: Der Mensch ist ein Bergwerk reich an Edelsteinen, von unschätzbarer Zier. Nur die Erziehung kann bewirken, dass seine Schätze zum Tragen kommen und die Menschheit daraus Nutzen zu ziehen vermag. Das ist ein ganz wunderbares Wort, was uns jeden Tag immer wieder neu motiviert, nicht nur für unsere eigenen Kinder und Jugendlichen tätig zu werden, sondern auch eben für alle anderen auch. So haben wir doch bestimmte Programme für Kinder, die gar nicht jetzt bekenntnishaft religiös sind, sondern wo wir versuchen,
diese Edelsteine, die jedes Kind zweifelsohne schon qua Natur mitbringt, die Fähigkeiten, die Talente, die es hat, wo wir versuchen, diese mit dem Kind zu entdecken und handlungsleitend werden zu lassen, dass sie wirklich herauskommen, die sogenannten Tugenden. Man könnte auch von einer Charakterschule sprechen, von diesen, wir nennen das Kinderklassen. Dann haben wir ein ähnliches Programm von Junior-Jugendlichen, wo junge Menschen sich fragen, was ist eigentlich der Sinn meines Lebens, was will ich eigentlich erreichen? Ja, wo wir lernen, bestimmte Begriffe ganz neu zu denken. Was bedeutet es eigentlich, wenn ich in der Schule oder an der Universität mir Wissen aneigne? Ja, in diesen Programmen definieren wir das neu. Ja, wenn wir neue Wege gehen wollen, müssen wir auch neue Definitionen für die alten Begriffe finden. Und wir sind ganz stark darauf hinaus, dass wir sagen, Wissen ist etwas zum Beispiel, was nicht nur für uns gilt, sondern Wissen ist etwas, was ich direkt anwenden kann zum Wohle anderer. Also Wissen, was ich nur für mich selbst behalte, ja, das ist eigentlich gar kein Wissen. Ja. Das ist so, das sind so ganz praktische Beispiele, wie wir versuchen, mit Kindern und mit Jugendlichen zu arbeiten. Und natürlich haben wir das auch dann in sogenannte Studienkreise mit Erwachsenen, wo wir gemeinschaftlich überlegen, was ist eigentlich unsere wahre Natur, könnte man sagen. Ist das Leben nicht mehr als nur das materielle Dasein? Gibt es nicht auch eine geistige Natur? Und wenn es sie gibt, wie kann diese denn gepflegt werden? Als religiöser Mensch kommen wir sehr schnell dahin zu sagen, es ist das Gebet, es ist Meditation, das Lesen in den Schriften. Aber was bedeutet das Gebet eigentlich? Was ist das Gebet zum Beispiel? Ja? Und wie kann ich das lernen? Und das sind solche Fragen, die wir dann mit den Erwachsenen auch besprechen, wo wir gemeinsam voneinander lernen und wie es in der Gemeinde keinen Klerus gibt, der zum Beispiel eine Andachtsversammlung leitet, so gibt es auch in diesen Studienkreisen eigentlich niemanden, der diese leitet oder der etwas vorgibt, sondern das ist ganz freies, selbstorganisiertes Lernen, was da vonstatten geht. Und auch da spielt immer das Tun dann eine Rolle, denn es darf nicht bei dem Gespräch bleiben, sondern es muss auch dabei etwas rumkommen für das Wohl der unmittelbaren Umgebung. Und das sind doch drei Dinge, auf die wir uns ganz stark fokussieren. Dass wir natürlich als religiöse Gemeinschaft sehr viel beten, dass wir unsere Häuser öffnen für Andachtsversammlung, das kommt natürlich auch noch dazu. Das ist so etwas, wir nennen das auch Kernaktivitäten. Das ist der Kern sozusagen dessen, was im Moment Bahá'í-Gemeinde ausmacht. Ja? Darüber hinaus gibt es noch viele andere Möglichkeiten, wie wir unseren Glauben leben können. Das ist der religionsübergreifende Dialog. Darüber hatten wir schon gesprochen. Das ist das Engagement für den Fortschritt der Frauen, ja, die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Auch das hatte ich schon eingangs gesagt, spielt in unserem Glauben eine große Rolle, wo wir versuchen, uns zu verbinden mit anderen Frauenrechtsorganisationen zum Beispiel, um mit ihnen gemeinsam daran zu arbeiten, dass Frauen in der Tat gleichberechtigt sind und nicht nur gleichwertig bleiben. Ja? Und so gibt es viele andere Themen, man könnte noch nachhaltige Entwicklung nennen oder Entwicklungszusammenarbeit, wo einzelne Bahá'í sich zusammentun und nach Neigung sich engagieren. All das macht das Bahá'í-Leben aus und die Vielfalt der Gemeinde. Ja, also lieber Peter Amsle, wir haben jetzt sehr viel über die Vorstellungen, die Lehren der Bahá'í gehört. Wir haben über die Menschenrechtssituation der Bahá'í etwas gehört im Iran. Wir haben über die Entstehungsgeschichte der Bahá'í etwas gehört. Vielleicht jetzt wirklich, um das abzurunden, was wünschen sich denn die Bahá'í von Menschen im Westen als Unterstützung für eine Entwicklung im Iran, die im Sinne der Bahá'í diese Freiheit und Verantwortung ermöglicht? Da kann ich nur ganz individuell antworten. Also da gibt es nicht eine Meinung der Bahá'í. Das kann es ja auch gar nicht geben, weil die Gemeinde ja doch groß und auch viel vielfältig ist. Für mich liegt die Antwort ganz klar
darauf, dass ich mir wünsche, Menschen müssen genauer hinschauen, was im Iran passiert. Sie müssen ihre Lethargie überwinden. Sie dürfen sich nicht bespielen lassen von den Medien, sich leiten lassen von den Nachrichtensendungen, die jeden Tag neu sich woanders hin konzentrieren und von einem Tag auf den anderen Konflikte, die es zweifelsohne gibt und die weiter schwelen, aber in keinster Weise mehr würdigen, indem sie da adäquat darüber berichten. Also wir sind aufgerufen, uns selbst Informationsquellen zu suchen, zu schauen, was passiert da eigentlich, wie sieht der Iran eigentlich aus. Und wir dürfen uns da nicht leiten lassen, nur von den gängigen Medien alleine, die, wie ich finde, oftmals ein ziemlich falsches oder zumindest einseitiges Bild von dem Iran liefern. Der Iran ist so und wir wissen, aber er ist auch immer ganz anders. Er ist genauso vielfältig und bunt, so wie es die Welt eben ist. Der Iran ist ein Vielvölkerstaat, es gibt viele Nationen, es gibt viele Religionen, viele verschiedene Bräuche, Kulturen und all das müssen wir hier im Westen wahrnehmen, um eine Vorstellung dafür zu bekommen, was für ein Potenzial dieses Land hat, sich selbst organisiert, auch wieder an die eigene Geschichte, an die eigene Hochkultur zu erinnern. Und ich glaube, dass der Iran doch eine bessere Zukunft hat, als er jetzt eine Gegenwart hat. Herzlichen Dank, Peter Amsler. Bitte, gerne.